geht schon wieder an Bord. Und eines schönen Morgens im März lief die Hoppetosse in den Hafen ein, geschmückt mit Flaggen und Wimpeln vom Vorder- bis zum Achterschiff. Die Musikkapelle der kleinen Stadt hatte sich am Kai aufgestellt und blies mit voller Kraft eine schöne Willkommensmelodie. Und so viele Menschen, wie es in der Stadt gab, hatten sich versammelt, um zu sehen, wie Pippi ihren Vater, König Ephraim den Ersten Langstrumpf, begrüßte. Ein Fotograf stand auch bereit, um für die Zeitung ein Bild von ihrem ersten Zusammentreffen zu machen. Pippi war so ungeduldig, dass sie auf und ab hüpfte und der Laufsteg war kaum ausgelegt worden, als Kapitän Langstrumpf und Pippi einander unter lautem Jubelgeschrei entgegenstürzten. Kapitän Langstrumpf freute sich so sehr, seine Tochter zu sehen, dass er sie mehrere Male hoch in die Luft warf. Und Pippi war so von Herzen froh, dass sie ihren Vater noch viele Male mehr in die Luft warf. Der Einzige, der sich nicht freute, war der Fotograf. Denn er konnte ja unmöglich ein richtiges Bild machen, wenn die ganze Zeit über entweder Pippi oder ihr Vater sich hoch oben in der Luft befand. Thomas und Annika kamen jetzt auch und begrüßten Kapitän Langstrumpf. Aber ach, wie blass und elend sahen sie aus. Sie waren ja zum ersten Mal seit ihrer Krankheit draußen. Pippi musste natürlich an Bord gehen, um Fridolf und alle ihre anderen Freunde unter den Matrosen zu begrüßen. Thomas und Annika durften mitkommen. Es war sehr merkwürdig, auf einem Schiff herumzulaufen, das von so weit her kam. Und Thomas und Annika sperrten die Augen ordentlich auf, damit ihnen nichts entging. Besonders eifrig hielten sie Ausschau nach Agathon und Theodor. Aber Pippi sagte, dass sie schon vor langer Zeit abgemustert hätten, also nicht mehr auf dem Schiff sind. Pippi umarmte alle Matrosen so kräftig, dass sie die nächsten 5 Minuten kaum atmen konnten. Und dann hob sie Kapitän Langstrumpf auf ihre Schultern und trug ihn durch die Volksmenge bis nach Hause zur Villa Kunterbunt. Thomas und Annika trabten Hand in Hand hinterher. König Ephraim soll leben, schrien alle Leute, die fanden, dies sei ein großer Tag in der Geschichte der Stadt. Einige Stunden später lag Kapitän Langstrumpf in der Villa Kunterbunt im Bett und schlief und schnarchte, dass das ganze Haus zitterte. Draußen in der Küche saßen Pippi, Thomas und Annika am Tisch, auf dem noch die Reste von einem herrlichen Abendessen standen. Thomas und Annika waren sehr still und nachdenklich. An was dachten sie? Ja, Annika überlegte, ob es nicht besser wäre, tot zu sein, wenn man es recht betrachte. Und Thomas saß nur da und versuchte sich zu erinnern, ob es überhaupt irgendetwas hier in der Welt gäbe, was so richtig lustig sei. Aber ihm fiel nichts ein. Das Leben war, so schien es ihm, im Großen und Ganzen eine Wüste. Aber Pippi war strahlender Laune. Sie streichelte Herrn Nilsson, der vorsichtig zwischen den Tellern auf dem Tisch hin und her stieg. Sie streichelte Thomas und Annika. Sie pfiff und sang abwechselnd. Sie machte hin und wieder kleine, vergnügte Tanzschritte und schien gar nicht zu merken, dass Thomas und Annika so niedergeschlagen waren. »Das wird herrlich, wieder einmal eine Weile zur See zu fahren«, sagte sie. »Stellt euch bloß mal vor, auf dem Meer, wo die Freiheit ist.« Thomas und Annika seufzten. »Und ich bin wirklich gespannt darauf, die Takatuka-Insel kennenzulernen. Stellt euch nur vor, ausgestreckt am Strand zu liegen und die großen Zehen in die richtige Südsee zu tauchen. Man braucht nur den Mund aufzusperren und eine reife Banane fällt einem direkt hinein.« Thomas und Annika seufzten. »Ich glaube, es wird lustig, mit den kleinen schwarzen Kindern da unten zu spielen«, fuhr Pippi fort. Thomas und Annika seufzten. »Warum seufzt ihr?«, fragte Pippi.
Mögt ihr keine kleinen, süßen, schwarzen Kinder? Doch, sagte Thomas, aber wir denken daran, dass es wohl lange dauern wird, bis du wieder zu Villa Kunterbunt zurückkommst. Ja, natürlich, sagte Pippi vergnügt, aber darüber bin ich gar nicht traurig. Ich glaube, es kann auf der Takatuka-Insel beinahe noch lustiger sein. Annika wandte Pippi ein blasses, verzweifeltes Gesicht zu. »Oh, Pippi«, sagte sie, »was glaubst du, wie lange du wegbleibst?« »Tja, das lässt sich nicht so genau sagen. Bis gegen Weihnachten vielleicht.« Annika stieß ein Wimmern aus. »Wer weiß«, sagte Pippi, »vielleicht ist es so schön auf der Takatuka-Insel, dass man Lust bekommt, für immer dort zu bleiben.« »Hapsasa«, sagte sie und machte einen neuen Tanzschritt. »Inselprinzessin, das ist kein schlechter Beruf für jemand, der so wenig Schulbildung hat wie ich.« Thomas und Annikas Augen sahen merkwürdig blank aus in ihren blassen Gesichtern. Und plötzlich beugte sich Annika über den Tisch und brach in Tränen aus. »Wenn ich mir die Sache allerdings richtig überlege, so glaube ich nicht, dass ich für immer dort bleiben will«, sagte Pippi. »Man kann auch vom Hofleben genug bekommen, und es kann einem alles überwerden, und eines schönen Tages sage ich vielleicht, Thomas und Annika, wie wäre es, wenn wir wieder einmal nach Hause zur Villa Kunterbunt absegelten?« »Ach, das wird fein sein, wenn du uns das schreibst«, sagte Thomas. »Schreiben?« rief Pippi. »Ihr habt wohl Ohren am Kopf. Ich will doch nicht schreiben. Ich sag nur ganz einfach, Thomas und Annika, jetzt fahren wir nach Hause zur Villa Kunterbunt.« Annika hob den Kopf vom Tisch und Thomas sagte, »Wie meinst du das?« »Wie ich das meine?« fragte Pippi. »Versteht ihr kein Schwedisch? Oder habe ich vielleicht vergessen, euch zu sagen, dass ihr mitkommen sollt auf die Takatuka-Insel?« »Ich bilde mir ein, ich hätte es bestimmt gesagt.« Thomas und Annika sprangen auf. Sie atmeten heftig. Aber dann sagte Thomas, »Ach, was redest du? Das erlauben Papa und Mama nie.« »Aber ja doch, ich habe schon mit eurer Mama darüber gesprochen.« Genau 5 Sekunden war es still in der Küche der Villa Kunterbunt. Aber dann hörte man 2 spitze Schreie. Das waren Thomas und Annika, die vor Freude schrien. Herr Nilsson, der auf dem Tisch saß und versuchte, Butter auf seinen Hut zu schmieren, schaute erstaunt auf. Noch erstaunter war er, als er sah, wie Pippi und Thomas und Annika sich an den Händen fassten und anfingen, wild herumzutanzen. Sie tanzten und schrien, dass die Lampe von der Decke fiel. Da warf Herr Nilsson das Buttermesser aus dem Fenster und fing auch an zu tanzen. »Ist es wirklich, wirklich wahr?« fragte Thomas, als sie sich beruhigt hatten und in die Holzkiste gekrochen waren, um über die Sache zu sprechen. Pippi nickte. »Ja, es war natürlich wahr. Thomas und Annika durften mit auf die Takatuka-Insel fahren. Natürlich kamen fast alle Tanten, die in der kleinen Stadt wohnten, zu Frau Stettergreen und sagten, »Du willst doch nicht etwa deine Kinder zusammen mit Pippi Langstrumpf so weit weg in die Südsee schicken. Das kann nicht dein Ernst sein.« Aber da sagte Frau Stettergreen, »Warum soll ich das nicht tun? Die Kinder waren krank und brauchen Luftveränderung«, sagt der Arzt. »Und solange ich Pippi kenne, hat sie niemals etwas getan, was Thomas und Annika geschadet hat. Niemand ist liebevoller zu ihnen als sie.« »Ja, aber immerhin, Pippi Langstrumpf«, sagten die Tanten und rümpften die Nase. »Ganz richtig«, sagte Frau Settergreen, »Pippi Langstrumpf benimmt sich vielleicht nicht immer besonders fein, aber sie hat ein gutes Herz.« Und an einem kalten Frühlingsabend verließen Thomas und Annika zum ersten Mal in ihrem Leben die kleine, kleine Stadt, um an Pippis Seite in die große, sonderbare Welt hinauszufahren.
Da standen sie alle drei an der Reling, während der frische Abendwind die Segel der Hoppetosse blähte. Alle drei, man müsste vielleicht richtiger sagen, alle fünf, denn das Pferd und Herr Nilsson waren auch dabei. Alle Schulkameraden der Kinder standen am Kai und weinten beinahe vor Trauer und Neid. Morgen würden sie wie immer in die Schule gehen. Sie hatten alle Südseeinseln als Schularbeiten in Geographie auf. Thomas und Annika brauchten eine Zeit lang keine Schularbeiten zu machen. Die Gesundheit ist jetzt wichtiger als Schularbeiten, sagte der Arzt. Und die Südseeinseln können sie direkt an Ort und Stelle durchnehmen, sagte Bibi. Thomas und Annikas Eltern standen auch am Kai. Und den beiden Kindern wurde es etwas schwer ums Herz, als sie sahen, wie sich Vater und Mutter mit dem Taschentuch die Augen trockneten. Aber trotzdem konnten Thomas und Annika nichts anderes, als glücklich zu sein, so glücklich, dass es fast weh tat. Langsam glitt die Hoppetosse vom Kai fort. Thomas und Annika, rief Frau Settergren, wenn ihr auf die Nordsee kommt, müsst ihr zwei Unterhemden anziehen und, der Rest dessen, was sie noch sagen wollte, ertrank in den Abschiedsrufen der Menschen am Kai, im Wiehern des Pferdes, in Pippis vergnügtem Geheul und in Kapitän Langstrumpfs heftigem Trompeten, als er sich die Nase putzte. Die Fahrt hatte begonnen. Die Hoppetosse segelte hinaus unter den Sternen. Eisstücke tanzten rund um den Bug und der Wind sang in den Segeln. »Oh, Pippi«, sagte Annika, »ich habe so ein merkwürdiges Gefühl. Ich glaube fast, dass ich auch Seeräuber werden will, wenn ich groß bin.«